Tachchen, ihr lieben Freunde des kleinen Unboxings. Heute, beziehungsweise jetzt, ja, es ist irgendwie mit gemischten Gefühlen hier aufzumachen, finde ich, weil ich habe mir halt wieder was besorgt, was bestellt. Tja, wo man auf der einen Seite sagen kann, mir fehlen auch gerade irgendwie die Worte, weil, was soll man sagen, man kann sich nicht so richtig freuen wie sonst immer, weil dieses Paket ist, ja, eigentlich legendär, weil dieser gewisse Wrestler leider von uns gegangen ist. Ich habe ja jetzt schon sehr viel irgendwie darüber gebracht und so. Man muss so langsam mal, ja, wieder das normale Leben beginnen. Wir machen das deswegen jetzt einfach mal auf. Sehr cool ist halt, dass mir dieser Kollege das hier verkauft hat, weil anscheinend waren mehrere Anfragen und der hätte das noch teurer, sag ich mal, verkaufen können. Und weil wir aber zuerst den Kontakt hatten, hat er gesagt, nein, du kriegst das jetzt. Und ja, geile Nummer auf jeden Fall. Grüße ihn rüber. Ich werde natürlich den Mensch hier nicht erwähnen. Ich habe das ja auch hier weggeschnitten, ihr seht es. Wollte aber die Marke wenigstens drauf lassen. Und ja, es ist ein kleines Warnsendungspaket bzw. Büwer. Und wir kicken rein, was wir bekommen haben. Achtung, ihr lieben Freunde. Und ihr seht es auch schon und ihr hört es an der Hintergrundmusik wahrscheinlich. Yeah! Bray Wyatt. Rest in Peace. Und ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt, wo ich ihm vorgestellt habe, dass man jetzt natürlich nach seinem Tod umso mehr, ja, ihn feiert und ja, die Figuren haben will. Also ich weiß nicht, ist vielleicht nicht bei jedem so, aber bei mir zumindest. Das Krasse ist, ich habe die Figur schon. Hier ist ein bisschen dreckig. Kein Problem, wird hier säubert. Aber ich wollte sie eben nochmal haben, um sie umzugestalten. Sprich, ihm eine andere Hosenfarbe zu geben. Es ist wieder eine Elite-Figur. Ihr seht es hier mit diesem Oberkörper bewegen. Ich finde auch, sein Gesicht sieht hier super aus. Also so sieht Bray Wyatt, oder so sah er original aus, damals, bevor er The Fiend wurde. The Fiend, der Charakter. Ja. Wer das jetzt noch nicht kennt. Zu der Figur ist eigentlich noch ein Hut dazu, aber jetzt passt auf, jetzt kommt der Witz dabei. Was heißt der Witz? Und zwar, oh, oder wollen wir erstmal The Fiend rausholen? Okay. Dun, 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 dun. Und wobei ich mich hier super freue, muss ich aber gleich mal feststellen. Gut, es ist auf jeden Fall eine andere Fiend-Figur. Man erkennt es an den Haaren, die hier anders sind. Anders gefärbt. Ich hole gleich mal meine andere Fiend-Figur. Aber dieser Gürtel ist, der ist zwar original so, aber der ist nicht original. Ich wollte dem Kollegen fast noch schreiben, ist der Gürtel original oder ist der selber gebaut? Das ist zum Beispiel so ein selber gebastelter Gürtel, die gibt es auch zu kaufen. Da haben die Leute einfach das so gebastelt, ja, aus so einem, wie sagt man, was ist das hier, so ein gummiähnliches Zeug. Natürlich cool gebastelt, muss, kann man nicht meckern. Mit Klettverschluss hier hinten, zack. Aber schade, das hätte er mir eigentlich sagen können, der Typ. Hat er nicht gemacht. Hätte ich mal mein Gefühl vertrauen sollen und ihn fragen sollen. Naja, gut. Letztendlich hätte ich die Figur trotzdem gekauft. Ihr seht, hier vorne ist The Fiend, also das Gesicht von ihm nochmal so drauf. Das ist eben der Fiend-Gürtel, den er sich damals, wo er praktisch den Champion-Gürtel gekriegt hat, oder erkämpft hat. Oh, und ich sehe aber, irgendwie geht sich der Körper hier nicht zu drehen. Hey, was ist denn hier los? Ist der geklebt oder was? Oh, ich will jetzt hier auch nicht zu doll rumbiegen, weil dann bricht mir das ab. Aber es lässt sich hier nicht bewegen. Oh, das ist krass. Das heißt, der ist geklebt. Wahrscheinlich. Ist aber auf jeden Fall auch eine Elite-Figur. Ihr seht das hier, ne? Ein bisschen teurer alles gewesen. Weil, wie gesagt, die Leute machen natürlich jetzt auch da ein bisschen Kohle mit, ein bisschen Geld mit. Sobald ein Superstar gestorben ist,
erhöhen die einfach die Preise. Also bei ihm waren die Preise, glaube ich, damals auch so, also wo er noch gelebt hat. Von daher kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Aber dass er hier geklebt ist, ist schon ein bisschen doof. Weil der Rücken ist so ein bisschen schräg. Ihr seht es vielleicht da. Es ist ein bisschen schief. Also man will ihn praktisch gerade drehen, ja. Und das geht aber nicht. Wenn ich jetzt hier richtig doll drehe, ich glaube, dann bricht das weg. Gut, auf jeden Fall The Fiend, ihr lieben Freunde, mit dem Fiend-Gürtel. Schade, dass er kein originaler Gürtel ist. Eigentlich krass, weil ich habe wirklich einen guten Preis hierfür bezahlt. Ja, wollen wir aber nicht drauf eingehen. Ich hole kurz mal den anderen The Fiend. Meine andere Fiend-Figur. Und hier sieht man, das geht eigentlich immer sich zu bewegen, praktisch, ja, dieser Körperteil. Das ist praktisch die Basic-Version. Also ohne diese Bauchfunktion da. Und auch in dem Falle hier ohne diese Armgelenke. Will ja nicht zu viel quatschen. Was eben auch krass ist, guck mal, bei der Basic-Version, ja, ist der Gürtel zumindest so, wie sagt man, 3D-mäßig gemacht. Mit Erhöhung und Vertiefung. Und hier bei ihm hier ist gar nichts. Das ist einfach nur raufgemalert. Das ist wirklich ganz schön billig und traurig für eine sehr teure, ja, Elite-Figur. Das ist wirklich krass. Vom Körper aussehen, gut, sieht er aber anders aus, muss ich sagen. Also von der Hosenart. Zwar minimal, nur unterschiedlich, aber diese Dinger, ihr seht es, die sind größer, diese schwarzen Flächen da, die sind hier ein bisschen kleiner. Und er hat andere Stiefel an. Die Boots sind anders. Und was eben bei ihm anders ist, das ist aber auch eigentlich nur minimal, weil die Frisur das gleiche ist, ist eben die Farbe. Könnt ihr das irgendwie erkennen? Bei ihm ist das eben so ein bisschen dunkler mit drin. Also die Rasters sind nicht ganz so gelb wie hier. Ich weiß, das sieht man nicht so gut auf dem Video. Vielleicht kann man es hier besser sehen. Da sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Sonst ist es aber eigentlich ziemlich gleich. Aber wie gesagt, ein richtiger Fan hat eben jetzt, ich spreche von in der dritten oder vierten Zahl, also ich, ja, kann ja nur von mir reden, wollte eben auch diesen Elite-Körper haben. Sprich eben, er kann die Beine hier so ein bisschen weiter bewegen, er kann hier einfach mehr, wie gesagt, dieses, und er hat auch hier eben eine andere Hand mit, wobei hier fehlt eigentlich dieselbe Hand, müsste da auch hin. Glaube ich, ich weiß nicht. Und dann steht da drauf, hurt real. Also tut echt weh. Und er hat sich die Hand immer so vor den Kopf gehalten. Es geht aber so gar nicht so richtig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Aber man sieht, man will hier immer drehen, aber es geht nicht. Ja, gut, muss ich dem Typen mal schreiben. Und das mit dem Gürtel. Aber gut, wollen wir mal nicht rummeckern. Es ist, ach, guck mal hier. Ihr lieben Freunde, er hat mir nämlich noch mal Hände mit beigegeben. Es sind natürlich dieselben Hände, das ist ja auch witzig. Aber die Hände könnte ich jetzt schon wieder für, ja, ich sag mal, ihn hier benutzen. Oder eben hier, ihm hier ranmachen. Meinem alten The Fiend. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich eine geile Sache. Könnte ich ihm praktisch die Hände auswechseln. Also beides mal dieselben Hände. Wobei, diese Hand... Moment mal. Die Hand ist diese. Ja, aber die Hand... Genau, die Hand ist die andere. Hurt real. Cool. Hurt heal steht da. Die Hand kommt praktisch hier ran. Krass. Okay. Das ist cool. Also haben wir zwei Hände noch dazu. Und jetzt kommt die letzte Figur, wo meistens der Hut fehlt. Ich habe es jetzt schon verraten. Und ihr seht, es ist dieselbe Figur wie die andere.
Aber ich habe es ja gerade gesagt, schon zum Umbauen gedacht. Und cool ist natürlich, er ist besser erhalten, sehe ich gerade. In mir Sicht ist er nicht ganz so abge... Hier sind ein bisschen die Augenbrauen ein bisschen abgenutzt. Hier nicht so. Und hier muss man auch sagen, der war teurer als der. Oder umgekehrt. Man weiß jetzt nicht, welcher welcher ist. Jedenfalls kam einer mit dem Hut. Ja, also hier ist schön der Hut, der auch zu ihm gehört. Und deswegen war er auch ein bisschen teurer. Und der andere eben ohne Hut. Und ich habe mir gedacht, ja, kauf beide gleich, wie gesagt, um einen umzubauen. Bisschen schöner zu machen. Mal gucken, was ich mache. Vielleicht setze ich auch den Kopf auf den Zephint, seinen Körper rauf. Weil man sieht hier auch einen guten Unterschied. Das bemängeln auch viele bei diesen alten Figuren von Bray Wyatt. Und es ist ja derselbe Charakter, dieselbe Körperform auch gehabt wie hier. Man sieht, er hat einen viel breiteren Körper und ein bisschen dicker alles. Die Arme sind breiter im Gegensatz zu denen sein Körper. Und viele bauen jetzt eben diesen Körper um und machen den Kopf da drauf. Ja, weil die Tattoos sind ja das gleiche im Prinzip. Und somit bauen die sich eben ihre eigenen coolen Bray Wyatt Figuren nach. So wie ich das auch machen will. So, wie gesagt, schöner Bray Wyatt, auch wieder eine schöne Elite-Figur. Hier mit dieser Bewegung. Ihr kennt es jetzt da mittlerweile. Cool, auf jeden Fall. Geil. Das ist echt abgefahren. Und jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich meine, das Video kommt ja dann demnächst, bevor die Leute sich wundern, was kaufst du die alle dreimal und viermal, fünfmal? Ich habe den jetzt wirklich dreimal. Und der ist aber eigentlich sehr selten. Und aber wie gesagt, alles für den Umbau. Will mir da eben coole, einzigartige Bray Wyatt Figuren bauen, weil er es verdient hat. Ja. Gut. Das dazu. Paket ist leer, hier ist nichts mehr drin. Schade eigentlich. Ja. Und das Coole ist, die erste Figur, die ich mir da bestellt hatte, also von dem anderen, von anderen Verkäufer auf jeden Fall, hat eben auch so den Hut mit dabei gehabt. Und ja, das ist cool, weil der Hut ist meistens weg und jetzt habe ich auf jeden Fall zwei Hüte, weil die kann man auch anderen Figuren von ihm aufsetzen. Ich zeige bestimmt bald mal ein Video mit allen Bray Wyatt Figuren, die ich bis jetzt mir gekauft hatte. Und ja, das soll es jetzt erstmal auch schon wieder gewesen sein. Wollen wir das Video hier nicht zu lange ziehen. Guck mal, 13 Minuten schon wieder. Mann, Mann, Mann. Oh. Auf jeden Fall schöner. Schöner The Fiend hier. Und dann eben zweimal den. Und der Gürtel, den machen wir ihm natürlich wieder um. Warum nicht? Hier ist nur wirklich schade, dass er, ich meine, er ist gut gemacht, aber ist schade, dass er nicht original ist. Aber das ist eben auch das Problem, habe ich ja gerade gesagt. Die Leute wollen einen Haufen Geld jetzt dafür haben, auch wegen, einfach nur wegen den Gürtel. Und ja, auch wegen so einem Hut. Also wenn die Figur vollständig ist, wollen die Leute einfach einen Haufen Geld haben. Und ich habe hier, also... Es geht bezahlt, kann man so sagen. Für meine, also es ist kein Schnäppchen gewesen, aber okay. Wie gesagt, das gehört hier auch nicht hin. Das ist Sammeltum und ihr wisst, Sammler sind einfach auch ein bisschen verrückt. So, gut. Das Geile ist, ich habe jetzt hier mehrere Bray Wyatt Figuren. The Fiend. Yeah. Und zweimal diesen Bray Wyatt zum Umbauen. Geile Nummer. Ja, und damit sage ich viel Spaß bei dem Video, trotzdem es ja ein bisschen traurig ist, vielleicht für die, die es gucken, aber mittlerweile, ja, ich glaube, wir haben jetzt die zweite Woche, wo wir diese Nachricht als Wrestling-Fans wahrnehmen mussten und ja, der ein oder andere hat es verarbeitet, der andere noch nicht, also man denkt halt sehr oft noch dran, weil, ja, weil er, die Zeit war eigentlich nicht dran, dass so ein Mensch hier von uns sieht. Aber gut. Zum Glück kannte man ihn jetzt nicht so privat irgendwie, ja. Dann wäre das Ganze noch trauriger. Aber man merkt schon, das ist eben
Man ist irgendwie verbunden mit den Wrestlern, wenn man Wrestling-Fan ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich quatsch zu viel. Rinja und ihr lieben Freunde, bleibt gesund, das ist wichtig und habt Spaß. Jeden Tag am besten. Das ist nämlich auch gesund. Also, Rinja und bye bye.